Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ja, das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, das stärken wir. Aber da, und wir sind ein paar tausend Dollar dann in der letzten Woche damit gemacht. Weil cool! Hallo und willkommen bei einer neuen Folge, der achten Folge unserer Serie. Wir testen die besten Geldmanifestationstechniken. Und bei mir heute wieder mit dabei mein allercharmantester Kollaborateur Martin Zimmermann. Hallo Martin. Grüß dich, Susanna. Ja, diese Woche oder die letzten 7 Tage haben wir ja unsere quasi eigene Methode getestet, die wir bislang noch nie so mit dem Thema Geld so richtig intensiv praktiziert haben. Und deswegen ist die Perlentaucher-Technik jetzt auf dem Prüfstand in Sachen Finanzen. Martin, kannst du mit ein paar Worten kurz erklären, worum es dabei geht? Ja, wir haben uns auf unsere Schatzsuche begeben. Wir waren untergetaucht in den Tiefen des Ozeans, hatten genügend Luft über 7 Tage und haben geschafft, ja, diese Negativität, die um uns herum ist, ständig durch Medien, durch was auch immer, wir haben es gelernt, zu kritisieren, uns um auf das Schlechte zu fokussieren, aufgrund von diversen Umständen. Und jetzt haben wir dem Ganzen entgegengewirkt, indem wir gesagt haben, wir wollen uns mit dem Positiven beschäftigen, wir wollen das Gute sehen, wir wollen das Gute auch anziehen, in unserem Fall natürlich Geld, und sagen, was passiert, wenn wir uns wirklich auf alle Menschen einlassen, die auf uns zukommen und sagen, wir wollen uns das rauspicken, was uns in diesen Menschen anspricht, was positiv ist, was auch positiv auf uns wirkt. Und natürlich auch sehen, was es mit uns macht, wenn wir uns darauf einlassen, was das Thema Geld natürlich angeht, wie andere Menschen sich mit Geld beschäftigen, wie sie Geld anziehen, ob es jetzt jemand ist, den wir persönlich auf der Straße treffen, im Fernsehen sehen oder in anderen Medien, geht es ja wirklich darum zu schauen, wie schaffe ich es, dass ich diesen Schatz in diesem anderen Menschen entdecke, diese Fokus setze auf das Positive in dem anderen. Ganz kurz. Die Perlentauchermethode kommt ja von der Geschichte des Perlentauchers, ja, der auf den Meeresgrund taucht und sich nur das Schöne rauspickt, nämlich nur auf der Suche nach der Perle ist und alles andere ignoriert. Und das jetzt umzulegen auf das Thema Finanzen haben wir natürlich so gemacht, dass wir die Eigenschaften an reichen Personen als Perle tituliert haben und diese gesucht haben. Also darauf unseren Fokus gerichtet haben. Ja, entschuldige Martin, was wolltest du da noch dazu erklären? Nein, alles gut. Also es geht darum, sich mit diesen Eigenschaften, wie du gesagt hast, zu beschäftigen und dann zu verstehen, wie kann ich die ganzen auch dann in diese Eigenschaften auch in meinem Leben integrieren und davon lernen und davon zehren. Und das haben wir über die letzten 7 Tage eben intensiv und bewusst gemacht, in jeder Begegnung. Und da wollte ich gerne mal wissen, wie es dir dabei gegangen ist, Susanna. Was? Also sehr ungewohnt. Ich muss sagen, das ist eine Technik, die fordert einen doch ganz schön heraus. Also man muss sich sehr konzentrieren. Allerdings muss ich sagen, auch wenn es langsam bei mir jetzt gegriffen hat, finde ich es extrem positiv und angenehm. Und das sage ich nicht nur, weil ich davon so überzeugt bin und die so sehr liebe, sondern ich habe gemerkt, mir hat das eigentlich gefehlt, dass ich meinen eigenen Ansatz oder meine Überzeugung auch zum Thema Geld so konsequent durchziehe. Nämlich auf das Positive fokussieren, auf die Möglichkeiten, auf die eben nicht neidig sein bei anderen Personen, sondern sagen, jawohl, das möchte ich auch, das finde ich super, das muss ein Spiegel von mir sein. Also ich muss sagen, ich bin sehr langsam in die Gänge gekommen, aber ich möchte es unbedingt weiter üben und eben auch zu einer Gewohnheit werden lassen. Wie war es bei dir, Martin? Bei mir war es zweischneidig. Ich hatte zum einen Kontakt mit Personen, die sehr sparsam mit Geld umgehen, die das Geld so wirklich als Last sehen, weil sie eben noch nicht genug haben und dann entsprechend damit so umgehen, dass sie nicht unbedingt jetzt da großartig um sich werfen, sondern auch ein bisschen so in den Geiz verfallen. Aber es hat mir auch wieder diese Seite gezeigt, sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren und zu sagen, ich
das Geld bringt mir eigentlich nur was, wenn ich auch Dinge ausgebe, die mich weiterbringen und die mich wirklich am Leben erhalten, zum einen. Und zum anderen hatte ich mit Personen zu tun, die sagen, oh, heute habe ich Lust auf, gehe ich ins Restaurant, wo ich mir selber was kochen kann, aber lass uns doch das Geld mal ausgeben, so ungefähr. Wir wollen damit Spaß haben, wir wollen es unser Leben damit genießen, komm, geh doch mal mit ins Restaurant und lass es uns gut gehen. Und damit bin ich ganz gut zurechtgekommen, weil ja, zum einen geht es natürlich darum, sich das Geld für sich, für sich arbeiten zu lassen und zu sagen, ich benutze das als Lebensgrundlage, aber zum anderen auch zu sagen, ich habe genug davon und es ist immer von allem alles da, was ich genau brauche. Ich darf mir nur anziehen. Und ob ich mir jetzt das Geld direkt anziehe oder die Menschen, die mich dann dadurch bereichern, indem sie mich einladen, weil ich natürlich auch einen Mehrwert gebracht habe. Zum Beispiel eine Nachbarin habe ich zum Arzt gefahren, dann hat sie mich zum Essen danach eingeladen. Und habe ich gesagt, oh gut, Dankeschön. Habe ich gern getan. Habe ich zwar 2 Stunden meiner wertvollen Lebenszeit dafür geopfert, aber auf der anderen Seite hatte ich viel Vergnügen. Und wie gesagt, es war wieder eine Lernstunde, was das Perlentauchen angeht, um mich mit einer anderen Person zu beschäftigen und zu verstehen, was für sie wichtig ist. Ja, ich denke halt, das Wichtige ist so wirklich, dass es als Grundhaltung zu bekommen. Wirklich überall das darauf zu fokussieren, was uns gefällt, was uns gut tut, was wir stärken wollen. Denn Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ja, das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, das stärken wir. Und wir sind leider in einer Kultur zu Hause und auch aufgewachsen, wo es immer heißt, auf die Fehler zu achten oder kritisch zu sein oder Achtung, da ist ein Haken, das ist zu schön, um wahr zu sein und so weiter. Und für mich ist das grundsätzliche Gegentraining. Und gerade wenn es ums Thema Geld geht, das ist so verworren und oft so schwer fassbar, dass ich das, ich habe es sehr positiv erlebt, möchte ich auch noch dazu sagen, und fühle mich eigentlich so pudelwohl und sicherer denn je. Ja, also irgendwie hat es mich in das Hier und Jetzt gebracht, in das Schau mal, was passiert da ist ja überall was Tolles. Und das fand ich schon genial, ja, muss ich sagen. Ja, super, dass du in das Hier und Jetzt zurückgefunden hast. Und ich habe mich auch zuerst mal wieder in die Vergangenheit begeben und habe mich speziell mit einer Persönlichkeit beschäftigt, die ich sehr interessant finde, nämlich Clint Eastwood. Und der hat ja auch diese Dollar-Filme gemacht. Und dann habe ich mir gesagt, so, der schaut immer irgendwie danach, wie er Geld gewinnt, im Wilden Westen zwar. Aber wie schaffe ich das auch in der Gegenwart, mehr Geld anzuziehen? Und dann habe ich mich eben wieder vermehrt mit meinen Finanzgeschäften zum Beispiel beschäftigt und habe halt da ein paar tausend Dollar dann in der letzten Woche damit gemacht, weil ich damit in Verbindung war und gesagt habe, so, jetzt ist wieder Zeit, wie du gesagt hast, ich darf mich jetzt wieder mit dem Jetzt beschäftigen und darf mich da auch zurücklehnen und mit Zeit lassen und in mich gehen und Spaß dran haben. Darum geht es ja. Ja, also mein finanzieller Erfolg, muss ich ganz ehrlich sagen, war eher das Gefühl, dass das, was ich habe, sich irgendwie erweitert und vergrößert hat. Also ich habe jetzt nichts Aufregendes zusätzlich eingenommen, wo ich sage, das bringe ich jetzt mit dem in Verbindung, sondern es war für mich, als ob das Geld viel mehr da ist oder für viel mehr gereicht hat und ich viel weniger gebraucht habe, als ich dachte. Also ich bin in dieses Aha, ich habe ja viel mehr, als ich glaube und es langt wunderbar. Ja. Also das war für mich so die Woche. Ja, und dann wollten wir auch noch Tipps geben. Mein Tipp ist, immer daran zu denken, vielleicht kennst du das aus dem Schamanischen, der andere spiegelt dir etwas, was du selbst von dir kennst. Also bitte, pick dir auch beim anderen, ja, bei den anderen Personen rund um dich oder wo auch immer, das heraus, was dir gut gefällt. Ja, wenn der ohnehin dich spiegelt, dann versuch auch dir zuliebe auf das Gute zu achten und auch zu sagen, jawohl, so toll wie der kann ich auch sein, das steckt auch noch in mir. Das macht viel mehr Spaß, ne, als immer das Probleme suchen und dann lösen. Also so geht's auch. Und du hast auch noch einen Tipp für uns, Martin. Genau, ich setze da mal an dran, was du gerade gesagt hast. Und zwar, wenn man sich mit jemandem beschäftigt, mit jemandem Menschen, wenn man auf ihn stößt und sich sagt, da ist sicherlich irgendwas Gutes in den Menschen, man sieht es nicht auf Anhieb, dann das entspricht ja auch unserer Natur als Coach und unserer Beschäftigung, dass wir da viel im Fragen stellen sind, dass man sich da einfach
ja, dass man den Menschen sich traut, Fragen zu stellen und so ein bisschen in die Tiefe zu gehen und zu schauen, was zeichnet denn diesen Menschen aus? Und dadurch dann eben auf was stößt, was einen vielleicht dann anspricht und was einen auch dann, wie du gerade gesagt hast, auch selbst widerspiegelt. Das finde ich spannend und das stellt auch eine super Beziehung her, wenn man sich wirklich von Herzen mit demjenigen beschäftigt und ein bisschen so ja, versucht, ihn zu verstehen und auch seine Geschichte ja, zu reflektieren. Ja, und nächste Woche geht es spannend weiter, nämlich mit der 10. Folge unserer ersten Staffel und der letzten Folge unserer ersten Staffel. Und dazu haben wir uns ausgesucht die Quantensprungmethode von Bert Goldman. Die gibt es eigentlich nur sehr wenig auf Deutsch. Ich kenne die schon seit vielen Jahren und finde die fantastisch und konnte Martin davon überzeugen, dass wir die auch noch mit ins Programm nehmen. Da freue ich mich schon. Ich freue mich auch drauf und wenn ihr euch gefreut habt über dieses Video, dann liked es auch gerne und abonniert unsere respektiven Kanäle. Ja, und wenn ihr noch Kommentare habt zu dem Perlentauchen oder Fragen dazu, benutzt gerne das Kommentarfeld und schreib uns, wir freuen uns auf dich. Also, bis zum nächsten Mal, Martin. Ich bin schon gespannt. Ich bin gespannt und in voller Vorfreude. Danke, Susanna. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Am liebsten würde ich sagen, Arigato!